Smartphone sind heutzutage in der Gesellschaft wichtig geworden und haben das Leben vieler Menschen verbessert. Es gibt viele Modelle von Smartphones, aber alle Smartphones sind nützlich. Mit Smartphones können Sie anrufen, können Sie SMS senden, können Sie viel im Internet recherchieren, können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Ein Smartphone zu haben hat jedoch Nachteile und Vorteile. Der erste und auch wichtigste Nachteil ist die Sucht. Viele Menschen, insbesondere jüngere Menschen, verbringen viele Stunden mit ihrem Smartphone in sozialen Netzwerken, im Internet oder bei Handyspielen. Der zweite Nachteil ist der Stress und die Müdigkeit, die das Smartphone verursachen. Ein weiterer Nachteil ist die Privatsphäre. Mit sozialen Netzwerken teilen wir alles, auch das Privatleben. Ein anderer Nachteil sind die sozialen Beziehungen. Wenn Sie mit Freundin oder der Familie zusammen sind, sind alle auf ihrem Handy und niemand spricht mehr miteinander. Ein Nachteil ist auch das Unfallrisiko durch das Smartphone. Ein Smartphone zu haben hat aber auch viele Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass das Smartphone Multitasking ist. Das Smartphone kann eine Kamera, eine Agenda oder ein Navigator sein. Das Smartphone ist auch ein Zeitvertreib. Sie können viele Spiele herunterladen. Das Smartphone ist sehr nützlich für Online-Einkäufe. Das Smartphone hilft dank sozialer Netzwerke auch dabei, neue Leute kennenzulernen. Wegen Coronavirus ist die ganze Welt im Aus eingeschlossen. Smartphones sind sehr nützlich für Online-Schulen und für Videokurse mit Lehrern. Sie helfen ihnen auch dabei, mit Videoanrufen und Nachrichten zusammen zu bleiben.